beantworten wir die Top 5 Fragen zum Fadenlifting. Dr. Bulgaropoulos, viele unserer Patientinnen fragen sich, was ist Fadenlifting? Dabei handelt es sich um eine Methode der Gesichtsstraffung ohne Messer, ohne Skalpell. Das Ergebnis ist sofort sichtbar. Die Methode gibt es seit einigen Jahrzehnten, wobei sich hier die Materialien wesentlich geändert haben. Woraus besteht so ein Faden? Früher bestand dieser Faden aus Gold, der sogenannte Goldfaden. Heutzutage verwenden wir Polymilchsäure. Das sind spezielle natürliche Materialien, die vom Körper selbst dann abgebaut werden. Wie funktioniert so ein Fadenlifting? Nach individueller Beratung und Festlegung der Ziele werden die Vektoren festgelegt. Danach wird unter Lokalanästhesie der Faden unter die Haut gezogen und so das Gesicht fixiert. Beim Abbau des Fadens kommt es zu einer Kollagenbildung, das eine zusätzliche Fixierung à la longue bedeutet. Wie lange hält so ein Milchsäurefaden? Das ist individuell verschieden von Mensch zu Mensch. Unsere Erfahrungswerte zeigen, dass sie ca. 18 Monate halten. Kommen wir zur fünften und letzten Frage. Wie läuft die Behandlung ab? Nachdem wir, wie früher schon erwähnt, die Fäden durchgezogen haben, wird eine kleine Ruhepause verordnet, es wird etwas gekühlt und Sie können dann nach Hause gehen. Somit ist diese Behandlung ambulant. Danke für die Beantwortung dieser Top 5 und bis zum nächsten Thema. Gerne.